Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Für die Leute, die praktisch schon das Unboxing gesehen haben, jetzt geht's endlich weiter. Und zwar, wir hatten uns ja die Kabel schon angeguckt im Unboxing. Das ist halt praktisch der Mini-HDMI zu Normal-HDMI, der mit bei ist. Dann haben wir einmal diese USB-Erweiterung. Da kommt ein USB-Kabel rein und wird dann da verlängert sozusagen, weil ein USB-Kabel am Camcorder schon in der Schlaufe sich befindet. Ein Ladegerät für USB. Ja, inwiefern das jetzt aufladet, wie man das machen muss, keine Ahnung. Den Akku und etliche Anleitung. Aber ich würde sagen, wir packen erstmal den Akku aus, dass wir uns den mal hinpacken können. Der Akku hat, habe ich ja eben im Unboxing schon gesagt und festgestellt, der hat 980 Milliampere. Für so ein dicke Ding echt wenig. Ich hätte jetzt echt gedacht, der hätte von der Dicke her, hätte der so vielleicht wie mein Galaxy, so 3000 noch was. Aber der soll wohl dementsprechend lange reichen. Bin ich mal gespannt. So, jetzt packen wir mal das gute Stück aus. Bin ja sowieso sehr überrascht, dass er so klein ist. Ich hätte ihn echt etwas größer eingeschätzt. So, wir fangen mal von der Seite an. Hier in der Mitte, das ist das Auffälligste, das ist bei den neuen Sony Camcordern. So seht ihr vielleicht besser. Das ist ein Beamer, würde ich mal sagen. Projektor, ein Beamer-Projektor. Da kann man, wenn man unterwegs ist, praktisch das so und dann an die Wand projizieren und dann kann man praktisch das Aufgenommene an der Wand sehen. Groß und dick HD und AVC HD, progressive, so 9,2 Megapixel hatten wir ja schon festgestellt, dass es der HDR PJ530 ist und Hypocam, keine Ahnung. Nee, Handycam, das ist die Kategorie bei Sony, Handycam. Dann haben wir hier noch ein G drauf. Hier kann man nicht bewegen, das ist auch schön zu. Hier unten ist das Mikrofon oder Mikrofone. Und hier oben ist es, was ich euch gesagt habe, weswegen ich gerade diesen gekauft habe, wegen dieser Erweiterung, dass man dort externe Geräte anschließen kann. Das war mir sehr wichtig. Kann man das abmachen irgendwie? Will das ja auch nicht kaputt kriegen. Nö. Doch, geht ab. Geht nicht ab. Er geht hoch. Geht hoch und runter, aber mir auch nicht. Okay. Weite und Tiefe ist, denke ich mal. Da kann man dann zoomen. Hier kann man ein Foto machen. Da steht 60-facher Zoom und 5.1 Surround Mic. Und hier kommen wir auch zu dem USB, was ich euch erwähnt habe. Der kommt direkt aus dem Gerät hier raus und geht hier in diese Schlaufe rein. So, und dort ist er praktisch, der USB. Finde ich jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass der da so fest verbaut ist. Ich hätte mir da ehrlich gesagt, bei ruckzuck, wenn man es öfters benutzt, kann in so einem Kabel auch mal ein Kabelbruch sein. Da hätte ich mir wirklich eher gewünscht, dass da ein kleiner USB-Anschluss irgendwo verbaut ist, hier auf der Unterseite oder, na, Unterseite wäre ein bisschen doof, aber irgendwo dort. Was haben wir hier? Oh, DC-In. Was ist ein DC-In? Ja, keine Ahnung, ich habe aber ein DC-In. Wozu er gut ist? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ist mein erster Camcorder. Ich habe mir aber nicht so viel schlau gemacht vorher, nur was ich brauche und was ich kann und was da haben muss. Hier Startknopf. Ja, und dann hat er hier praktisch so eine Tasche, da stecken wir das einfach wieder rein. Ja, der steckt dann auch richtig fest drin. Das ist so ein Plaster. So. Der fällt da auch nicht raus oder sonst irgendwas dergleichen. So, und dann haben wir hier noch, so, können wir die Lasche hier natürlich noch verstellen. Mal gucken. Das auch für meine dicken, ja, passt auch für meine dicken Hände.
Gib mal nach. Na, ist dann noch ein bisschen größer. So. Sitzt fest eigentlich. Oh. Hier unten befindet sich die Schraube für das Stativ, um es auf Stativ festzuschrauben. Ja. Und jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir mal hier das auf und gucken uns mal die Seite an. Was mir auch wichtig war, also hier kommt dann praktisch, ich sehe nicht, ob ihr seht, ja, das seht ihr, hier ist praktisch der Projektor in und da ist HDMI out. Also kann man hier noch einen Eingang, einen Mini-HDMI-Eingang hat man auch. Dann kann man da praktisch über den Projektor auch andere Sachen, die man auf dem Handy hat oder so, glaube ich, machen. Hier haben wir oben die Power, Play, Projektor, irgendeine Schalttaste und hier kommen die M2, hier unten seht ihr, M2 oder die SD-Karte rein. Da hat man dann hier den Schlitz und das war mir auch ganz wichtig, das muss ich euch auch mal zeigen. Hinter dieser Klappe befindet sich so nochmal ein roter und ein blauer Klinke, 3.1 Klinke ist das, glaube ich. Ja, der ist für Mikrofon und Kopfhörer. Da kann ich, wenn ich unterwegs bin, auch Kopfhörer anschließen oder ein Mikrofon, wenn ich hinter der Cam bin und man will, ich weiß ja nicht, wie das Mikrofon dann ist, hat aber auch Rauschunterdrücker und so. Und da könnte ich auch hier ein Mikrofon anschließen. Muss ich nicht das hier oben nehmen. Ich kann auch hier ein ganz normales Klinke-Mikrofon anschließen und habe dadurch auch eine gute Qualität. Die Verarbeitung sieht sehr gut aus. Hat auch ein Touchscreen. Und ich wollte halt unbedingt eins, wo ich das Display dann halt drehen kann, dass ich das... Na, weiter kann ich es nicht drehen. Ist ja doof. Achso. Ne, da geht es auch nicht weiter. Ist ja doof. Ich habe gedacht, ich kann das vielleicht noch ein Stück, dass ich das noch ein bisschen schräg machen kann, aber gerade geht es nur. Und dann kann ich das nämlich so machen und dann auf dem Stativ und die Kamera so ein bisschen schräg und dann sehe ich dann, deswegen hätte ich mir das eher, ja doch, so geht es ja, doch. Wenn ich die Kamera schräg mache, habe ich immer noch ein gerade Display, dass ich dann halt gucken kann, ob man mich sieht und so. Hat auch ein Touchscreen, also praktisch alles, was man hier eingibt, also wenn man Play und so machen will, oder Einstellungen, die kann man alle über das Touchscreen machen. Das werden wir dann gleich im Hardware-Check, denke ich mal, uns genauer betrachten. So, ja, dann die Verarbeitung ist echt sauber und ich finde halt auch diese Anhieraute hier auf der Seite, wo man es hält, finde ich gut. Er hält sich auch wirklich gut und die Schlaufe ist halt jetzt nicht zu eng. Gut, jetzt für, wenn man jetzt größere Hände hat, dann wird es hiermit schon... Oh, hier steht auch Sony drauf. Also Gimmicks finde ich jetzt immer gut. Wenn man größere Hände hat, dann wird es dann schon etwas problematisch. Also wenn man jetzt... Also weiter würde ich es jetzt auch nicht machen, aber da hat man dann natürlich nicht mehr so viel Platz. Also das ist dann schon... Also wer größere Hände hat, der braucht definitiv hier irgendwie eine Erweiterung oder muss es anders festhalten, weil für richtig große Hände ist das nun... definitiv nicht geeignet, würde ich sagen. Jetzt machen wir erstmal die Batterie rein, um uns das mal anzugucken, wie es mit Batterie aussieht. Ach so, hier ist ein Schalter für, dass die Batterie ja rauskommt. Also die wird ja praktisch reingeschoben. So ist sie fest und so geht sie halt nicht mehr wieder raus. Man muss erst den Schalter, wie ihr vom Laptop auch kennt, und dann könnt ihr den Akku wieder rausnehmen. Na, komm jetzt wieder rein hier. Ja, jetzt will er wieder nicht. Das war mir klar. Vorführeffekt. Erst ein paar Male super, danach. Mal die Baby Sony anrufen. Camcorder geht nicht, kann nicht aufnehmen. Batterie geht nicht an. Klasse. Ist doch nicht die Möglichkeit hier. Das war für Frauenhände, das ist nicht für Männerhände. Was ist der denn? Ja, bin ich denn Jeck? So, jetzt ist er fest. Habe ich gerade gesehen. Hier sind so kleine Einsparungen. Ja, also man muss nicht von unten komplett einfach hier rauflegen. Irgendwann rastet er ein und dann ist er eingerastet. Und dann geht er auch nicht mehr ab. Da müsste man dann halt erstmal das
Machen, was haben wir denn hier noch? Hier habe ich auch noch gerade eine Klappe entdeckt, das ist für Multi. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Da muss ich mir erstmal belesen, für was ist. Aber echt so an sich ein Schnucklidgerät. Hardware-Check werde ich dann, denke ich mal, heute noch nicht direkt ein Video machen. Oder, ach, mach mal, mache ich gleich danach. Mach jetzt erstmal noch ein Video über Unboxing von der SD-Karte und erkläre euch, warum gerade diese SD-Karte und so. Und dann kann ich die gleich hinmachen und dann können wir da nämlich gleich weitermachen, würde ich sagen. Lasse ich das erstmal so alles liegen. Dann verabschiede ich mich jetzt erstmal. Wir sehen uns gleich im Hardware-Check-Video, beziehungsweise wenn ihr euch das auch angucken wollt, zur SD-Karte, warum und weshalb und warum ich gerade die genommen habe, dann müsst ihr euch noch das Unboxing zur SD-Karte ankicken. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.